Einen wunderschönen guten Abend hier und heute aus dem Theater in Remscheid und willkommen zur Nacht des Sports. Ja, das ist die Sportehrung der Sportler in Remscheid, die für vergangenes Jahr, und zwar in der Sportjahr 2012, für ihre großen Leistungen heute geehrt werden. Sie konnten noch bis letzte Woche in den 5 Kategorien abstimmen und heute werden ihre Gewinner hier bekannt gegeben. Ansonsten gibt es heute noch viel Unterhaltung und Musik zu bestaunen. Durch den Abend werden sie heute Abend führen unsere Oberbürgermeisterin Beate Wilding sowie der Sportbundchef Reinhard Ulbrich. Wir wünschen Ihnen von RS1 TV viel Spaß dabei. Sie wollen Heizungskosten sparen? VFT. Wir sorgen dafür, dass Ihre Heizung fit ist. Herzlich willkommen zur Nacht des Sports mit der Sportlerehrung 2012. Begrüßen Sie mit mir unsere Oberbürgermeisterin Beate Wilding. Meine Damen und Herren, Sie sehen hier vorne sitzen unsere Ehrengäste, deshalb möchte ich Sie auch als Erste begrüßen. Alle nominierten Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2012. Ein herzliches Willkommen, 100 Sportlerinnen und Sportler. Meine Damen und Herren, was wären unsere Sportlerinnen und Sportler ohne ihre Vereine, ohne ihre Vorstände, ohne ihre Trainer und Betreuer? Auch Sie sind mir ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute Abend den Abend mit uns verbringen wollen. Herzlich willkommen. Selbstverständlich begrüße ich auch unsere Landtagsabgeordnete, unser Bundestagsabgeordnete, lässt sich leider entschuldigen. Wie mag sein, der Zug steht mal wieder auf der Strecke. Vielleicht schafft das heute noch etwas später. Begrüßen darf ich natürlich unsere Bürgermeisterin, liebe Monika, schön, dass du da bist und alle Ratsmitglieder, die natürlich es nicht versäumen wollen, an diesem wichtigen Abend für die jungen Sportlerinnen und Sportler teilzunehmen. Und deshalb allen wünsche ich einen wunderschönen Abend, aber nicht ohne dich zu bedanken bei den ganzen vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, Helfern, die dafür sorgen, dass der Sport in Remscheid überhaupt in dem großen Maße stattfinden kann. Ohne ihre ehrenamtliche Tätigkeit würde beim Sport, ja, ich würde sagen, gar nichts gehen. Also von daher auch für Sie ein Riesenapplaus, die tagtäglich dafür sorgen, dass so viel guter Sport in unserer Stadt stattfinden kann. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, die Nacht des Sports soll Spaß machen, ohne großen Regen. Aber heute sehen Sie hinter mir einen großen Tisch. Da werden wir gleich was unterschreiben. Und ich will Ihnen auch sagen, was. Nämlich, wir haben gemeinsam mit dem Sportbund und den Sportvereinen in unserer Stadt einen Pakt für den Sport geschlossen. Und ich glaube, dieser Pakt für den Sport sichert hier den Sport in den nächsten Jahrzehnten. Meine Damen und Herren, aber diese Veranstaltung würde auch nicht stattfinden ohne unsere Sponsoren und Sponsorinnen. Auch die verdienen einen Riesenapplaus, meine Damen und Herren, weil unsere Kassen kennen Sie. Also ein herzliches Dank an die Sponsorinnen, an die Sponsoren. Schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie uns wieder unterstützen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie kennen es, die Nacht des Sports wird immer moderiert durch doppelte Lottchen. Mein doppeltes Lottchen ist der Sportbundvorsitzende Reinhard. Komm bitte zu mir. Weil Nacht ohne Sport, ohne den Sportbundvorsitzenden, wie Reinhard schon gesagt hat. Ja. Auch ich darf Sie recht herzlich begrüßen, im Namen erstmal dieser Veranstaltergemeinschaft Bergische Morgenpost, Stadt Remscheid, Sportbund Remscheid. So, wir beginnen heute dieses Mal auch mit etwas Neuem, was wir bisher noch nicht gemacht haben. Mir wurde nämlich gesagt, die sitzen alle so da immer, wäre doch schön, ein bisschen Stimmung in der Bude, lass uns da doch mal was tun. Ich darf Sie mal bitten, sich zu erheben von Ihren Plätzen, das, ja, wir hören die Nacht des Sports. Ja, ja, sehen Sie? Das ist nämlich das Neue heute, kommt öfter vielleicht vor.
Während Sie alle da stehen, darf ich den Herrn Ruckertmanns Weiß und Jochen Hartenstein, die unterschreiben gleich bei Faktensport, nach vorne bitten. So, wir machen zunächst mal eine ganz einfache Lockerungsübung. Ganz einfach. Die gleichzeitig auch den Sinn hat, abgesehen davon, die Muskeln zu entspannen. Auch falls jemand hier mit Aggression ist eingekommen sein sollte, kann er die jetzt abbauen. So, das ist eigentlich ganz einfach. Sie nehmen die Hände nach vorne. So, dann geht's los. Ja, alle bis jetzt. Alle linke. Das lasst du mal. Ich versuche es noch ein zweites Mal. So. Danke. Und jetzt wird es etwas schwerer. Arme ausziehen. Ganz. Jetzt versuchen Sie jetzt nochmal. Aber hauen Sie Ihren Vordermann hier auf. So, machen Sie das so. Habt ihr gefühlt? Setzen Sie sich. Dankeschön. Sie können sich setzen. Ja. Lieber Rainer, ich glaube, jetzt wissen alle, warum du vor uns an den Sportpolizist bist. Ja, obwohl und wieder Übungsleute scheinen am Sonntag, aber so ein bisschen bekommt man ja mit. Aber ich bin sicher, die Fotografen haben sich gefreut. Da gibt bestimmt tolle Bilder. Ja, dann bleibt noch ein bisschen hier, freut euch dann noch mehr. Warte mal auf die Übung ab, vielleicht mal. So, und etwas machen wir auch, wir applaudieren ja zwischendurch immer kräftig. Aber ich glaube, wir sollten diesmal unsere Sportlerinnen und Sportler nicht nur mit Applaus, sondern auch, ja, mit Muskeln trainiert. Mit der Stimme laut begrüßen. Sie kennen das, ich habe ab und zu ja mal gesagt, die Deporale, zick, zack, T und so. Aber heute machen wir was anderes. Wir haben nämlich drei Zeilen. Zeile Nummer eins ist, Sport in Remscheid macht... sehr schön, das ist sofort aufgenommen. Deshalb fangen wir damit, üben wir das mal. Sport in Remscheid macht... Spaß! Klasse. Beim nächsten Mal machen wir das, macht Spaß auch noch dazu. So, wir Sportlerinnen... Sie haben ja alle das schon gemacht. Wir Sportler und Sportlerinnen in Remscheid sind einigen wir uns einfach, wir brauchen nur eine Steigung, nämlich für diejenigen, die nachher alle hier stehen. Sagen wir einfach, wir sind einfach klasse. Ja, sollen wir mal versuchen, wir Sportlerinnen und Sportler in Remscheid sind klasse. Vielen Dank, aber das werden Sie nachher noch, wir werden gucken, ob das gleich auch noch funktioniert. Wir sollten jetzt zu einem sehr erfreulichen Punkt kommen, nämlich der Unterzeichnung des Remscheider Paktes für den Sport. Vielleicht, also ich werde Ihnen aus der 17. Fassung, das ist in der Tat die 17. Fassung, wir haben im vorigen Jahr, also die anderen 16 stellen wir heute nicht vor, sondern nur die 17. Fassung, die wir... mühevolle Arbeit, kann man durchaus sagen, im letzten Jahr zwischen Stadt und Sportbund und letztendlich ein Absegen auch durch die Politik erarbeitet haben. Diese 17. Fassung hat 9 Seiten und zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr konkrete Aussagen macht und dadurch, dass ich sehr viele Pakte für den Sport in Nordrhein-Westfalen kenne, würde ich sagen, es ist sogar ein mustergültiger Pakt in Nordrhein-Westfalen. Wir vereinbaren und legen fest in diesem Pakt für Sport 3 Dinge. Einmal die Rahmenbedingungen für den Remscheider Sport, zum Beispiel, dass die Sportstätten in Ordnung sein sollen, dass wir zwei neue Einfachturnhallen haben möchten und ähnliches. Zweitens die Beteiligungs- und Mitspracherechte des Remscheider Sports, vertreten durch den Remscheider Sportbund, der seine 78 Vereine mit 22.000 Mitgliedern vertritt. Insofern muss ich hier mal ausdrücklich dem Lüttringhauser Heimatverein widersprechen. Nicht er ist die größte Bürgerbewegung, sondern der Remscheider Sport. Ja! Denn in Remscheid Sport zu treiben, ja, sehen Sie, also weg, nochmal. Sport in Remscheid macht Spaß! So, das nächste kommt dann gleich, wenn wir es mal unterschrieben haben. Also insofern ist das nach Lüttringhausen durchgekommen, wir sind die größte Bürgerbewegung. Und der dritte Punkt ist die finanzielle Planungssicherheit für den Remscheider Sport. Dieser Pakt ist gültig bis zum Ende der Legislaturperiode, das heißt bis Ende 2015. Und an dieser Stelle sage ich jetzt schon einmal ein ganz herzliches Dankeschön an allen Beteiligten, denen es gelungen ist, diesen mustergültigen Pakt zu erstellen.
Ich hoffe, den einen oder anderen neugierig gemacht zu haben. Sie können den Pakt für den Sport alle bei uns im Sportbund oder bei der Stadt anfordern und dann in Ruhe zu Hause dahin schmökern. So, aber wir wollen jetzt erstmal dazu kommen, dass dieser Pakt für den Sport, der vom Rat verabschiedet worden ist, endgültig in Kraft tritt, wir dann endgültig weiter loslegen können und deshalb unterzeichnen wir es erstmal. Ja, wir haben es euch jetzt vergessen, dass das hier spielt. Vielleicht machen Sie ein bisschen Musik dann. Von da oben so ein bisschen, habt ihr so ein bisschen schön getragene, schwungvolle Musik, dann haut er mal rein. So. Wer die Oberbürgermeisterin als erstes unterschreibt. Ich möchte jetzt mal einen Namen nennen, der maßgeblich an der Arbeit dieses Paktes für den Sport gearbeitet hat. Der Bernd Tüchler sitzt hier irgendwo im Raum, mit dem ich, der Bernd, ich erkenne, dass die Wohle sitzt, dir und deinem Team ganz, ganz tollen Dank dafür, dass wir den Pakt zusammen hinbekommen haben. Ihr habt klasse gearbeitet. Mal so schön, es ist vollbracht, ein Exemplar ist von uns vier unterschrieben. Also einen herzlichen Applaus für den Sport, weil ich denke, dadurch haben wir in den nächsten Jahren gesichert. Big, let me search it. Find out how hard I gotta work, yeah. It's girl, for me living,
done. Get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make the toast stop. Let's get drunk, this gon' bring us close up. Don't I look like a Halle Berry post stop? See the Beverly, I'm playing tricks on ya. You're a friend, wanna be like me, never. You won't find a bitch that's even better. I'll make you hot in Las Vegas weather. Listen up close while I take it backwards. Oh, God, if you get the in me, I wish I would. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. I love your brains and your mouth full of phones. Love the way my ass boom, 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 boom. Keep your eyes on mama, boom, 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 boom. You think you can handle this, ka-dum, ka-dum, dum. Take my thumb off and my ass go boom. Cut the lights off so you see what I can do. Is it worth it? Let me work it. Pull my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's why I need to go. It's your primitive, it's why I need to go. If you got a big one, let me search it. Girls, girls, get that cash. If it's 9 to 5, we're shaking your ass. Ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game. Just cause I got a lot of fame so far. Prince couldn't get me, change my name, Papa. Who's a kid, say his liver game, no sign. Picture black saying, oh, yes, I'm my son. Picture Lil' Kim dating a pastor. Minuteman, big man, can outlast ya. Who was the best, I don't have to ask ya. When I come out, you won't even matter. Why you act dumb like, ooh, dog? Say you act dumb like, ooh, dog. As the drummer boy go, for her, pum, pum. Give you some of this cinnamon. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's why I need to. It's your primitive, it's why I need to. Tanzgruppe erst dieses Jahr gegründet und heute hier schon auf der Bühne bei der Nachtspaß. Sieht aus, als kommt die nächste Performance. Da 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 da, it's the one and only Dico Double G. Snoop Dogg, Snoop Dogg. Da 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 da, you know I'm out with the D-R-E. Da 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 da, it's the one and only Dico Double G. Snoop Dogg, Snoop Dogg. You know I'm out with the D-O-E. Da 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 da. Yes, the one and only Dico Double G. Go, go, go. Da 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 da. You know I'm out with the D-O-E. Da 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 da. Yes, the one and only Dico Double G. Go, go, go. Da 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 da. You know I'm out with the D-O-E. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day.
stops. So watch the west side. It's California love. It's California bug. Got your boy in the club. I won't run. I might better than a city club. With my chains on and my jeans wrong. Get my drink on and my smoke on. Then go home with something to pump on. You know this song for the 2-triple-0. Coming real to the next episode. Dann auch das entsprechende Lob mit unseren Stimmen zollen. Sport in Remscheid ist. Ja. Ich weiß nicht, ich habe das selber erfunden, immer diese Antwort. Sport in Remscheid macht. Die RSV Dance Company ist. So, Klasse und Spitze sein. Wir holen einen Applaus dazu. Sehr schön. Danke. So, das war der erste Eck heute Abend. Und damit dürfen wir langsam der ersten Ehrung des heutigen Abends nähern. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben Ihnen heute nur das Beste hier auf die Bühne gestellt. Ich danke den zwei attraktiven jungen Männern, dass sie besorgt haben, dass ich auch sein möchte. Ja, und nun kommen wir zu den Jugendsportlerinnen und den Jugendsportlern des Jahres. Ich darf nacheinander folgende Personen auf die Bühne bringen. Erstens Joshua Bader. Dritter Platz bei den Westdeutschen Einzelmeisterschaften U17 in Herne. Qualifizierte sich für die deutschen Meisterschaften, wurde dort im vergangenen Jahr Fünfter, im April. Aktuell Fünfter bei den Dutch Open in Eindhoven am 13. Januar dieses Jahres. Ebenfalls aktuell Westdeutscher Meister am 17.02.2013, damit Qualifikation für die deutschen Meisterschaften in diesem Jahr. Und Fünfter bei den deutschen U18-Meisterschaften in Neuhof. Tolle Leistung. Den wir hier alle auf der Bühne begrüßen können, ist Rolf Leonard vom TV Frankfurt. Er sicherte sich bei den deutschen Meisterschaften Platz 1 im Radlaufrennen sowie Platz 3 im Hoch- und Weitsprung und über die 800 Meter. Herzlich willkommen auf großer Applaus. Eine längere Aufzählung bei der nächsten Kandidatin, bei Anja Roggel, Leichtathletin von der LG Remscheid. Teilnahme bei der 20. Deutschen Meisterschaft und Bestzeit. Qualifizierte sich für die
Jugenddeutschen Meisterschaft mit Vereinsrekord über 400 Meter. Aktuell wurde westdeutsche Vizemeisterin über 800 Meter, Februar, noch gar nicht so lange her. Ebenfalls aktuell qualifizierte sie im Januar für die deutschen Hallenmeisterschaften der Jugend in Halle-Saale. Und ebenfalls aktuell Platz 1 mit der Mannschaft und Platz 7 in der Einzelwertung bei den deutschen Meisterschaften im Crosslauf am 9.3.2013 in Dornstetten. Herzlich willkommen bei uns. Weiter geht's mit Hannes Schürmann. Schwimmen startet für Bayer Leverkusen. Wurde in den C-Kader des Deutschen Behindertensportverbandes aufgenommen. Erreichte im Juni in Berlin bei den internationalen deutschen Meisterschaften den MQS, das heißt Minimalqualifikationsstandard, für die Paralympics. Aktuell insgesamt 5 Titel bei den süddeutschen Meisterschaften Ende Februar und aktuell Vorbereitung auf die Danish Open Anfang März. Herzlich willkommen! Noch jemand von der Leichtathletik aus der LG Remscheid, nämlich Maurice Theisen, vertreten übrigens durch Laurin Theisen, sein Bruder, weil Maurice sich zurzeit auf einer Klassenfahrt befindet. Also Laurin, komm nach oben. Seine Leistungen sind des Bruders Kindes. Gewann bei den Nordrhein-Meisterschaften Gold im Weitsprung über die 800 Meter sowie Bronze im Kugelstoßen. Siegte bei den Nordrhein-Mehrkampfmeisterschaften und qualifizierte sich so für die deutschen Meisterschaften im Mai. Und holte Gold im Blockmehrkampf bei den deutschen Meisterschaften in Wesel. Laurin kann stolz auf deinen Bruder sein. Herzlich willkommen, ihr beiden. Liebe Sportlerinnen und Sportler, hier steht euer Nachwuchs. Und euch kann ich nur sagen, ihr könnt alle stolz auf eure Leistungen sein. Ihr habt hervorragend unsere Stadt vertreten. Und viele von euch kenne ich ja schon über Jahre. Weil um hier oben zu stehen, kann man nicht nur einmal gut sein. Also herzliche Gratulation an euch alle. Nun kommen wir aber zur Platzierung, und zwar in Anerkennung der hervorragenden sportlichen Leistung im Jugendsport, zeichne ich Hannes Schürmann. Und damit haben wir den ersten Gewinner des heutigen Abends, Hannes Schürmann, Jugendsportler des Jahres 2012. Eine bekannte Größe hier in Remscheid im Paralympischen Schwimmen. Hat allen Chancen auf in den nächsten Jahren weitere Errungenschaften zu sein. Ein Applaus, lasst uns feiern. Des Jahres 2012. Gratulation, Hannes Schürmann. Meine Damen und Herren, wir haben hier natürlich nur hervorragende Sportler und Sportlerinnen stehen. Und deshalb haben wir entschieden, alle, die Gäste werden können, das kann nicht nur eine oder ein Nee, sind auf jeden Fall hervorragende Zweite. Und deshalb zeichne ich natürlich auch den Maurice Theisen richtig herzlich aus für die Sportplakette und du nimmst die für deinen Bruder in Empfang. Ja. Also da sagt mal einer, jüngere Brüder würden nicht in die Bresche springen, wenn der Große mal nicht kann. Ne? Da sieht man. Bestell deinen Bruder alles Gute. Ja, wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg. Und wir freuen uns, dass du hier bist. In Anerkennung der hervorragenden sportlichen Leistung im Jugendsport zeichne ich Rolf Leonard mit der Sportplakette der Stadt Remscheid aus. Remscheid. Und
und natürlich in Anerkennung der hervorragenden sportlichen Leistungen im Jugendsport zeichne ich Joshua Bader in der Sportkategorie Verbesserung. Herzliche Gratulation, eine tolle Leistung und ich bin sicher, wir hören von euch die nächsten Jahre noch. Und hier ist eine junge Frau, von der hören wir schon etwas länger, nämlich in Anerkennung der hervorragenden sportlichen Leistung im Jugendsport zeichne ich Anja Roggel mit der Sportplakette der Stadt Remscheid auf. Liebe Anja, stellt euch nochmal alle freundlich hin, weil die Fotografen haben mir gesagt, wir wollen alle freundlich lächeln, damit sie ein schönes Bild von euch machen. Sport in Remscheid macht. Unsere Sportlerinnen und Sportler sind Spitzel. Und unsere fünf auf der Bühne sind Spitzel. Jawohl. So, jetzt ein kurzes Interview, wie sich dazu gehört, für den Sportler des Jahres, den Jugendsportler des Jahres 2012. Was liegt in diesem Jahr besonders an? In diesem Jahr liegt die Iowa Senior in Puerto Rico an und dafür ich mich voll gut. Ja. Weißt du ungefähr, wie viele daran teilnehmen? Wie viele Schwimmerinnen und Schwimmer? Nein. Also lässt mich einfach überraschen. Das große Ziel in den nächsten Jahren, da hast du ja sicherlich eins. Ja, nach Rio, also die Qualifikation in Rio und ja, die EM und CM. Ja, so. Das heißt, dass die Kurven und unsere aller guten Wünsche begleiten dich. Ja, und wir drücken dir alle Daumen, wenn es klappt bei den Paralympics. Du hast auf jeden Fall ganz Remscheid hinter dir stehen. Danke und jetzt darfst du diese Freunde für das Remscheid an. So, und ihr dürft euch jetzt wieder hinsetzen, den Rest genießen und unter nochmaligen Applaus die Bühne verlassen. Und weiterhin wieder trocken, drücken die Fußmatten an. Wir kommen nun zu den Mannschaften des Jahres 2012. Nominiert wurden diejenigen, die an der Abstimmung teilgenommen haben, wissen es. Es waren diesmal zwei Mannschaften, übrigens am Rande erwähnt. 3200 Stimmen wurden abgegeben für die verschiedenen Kategorien. 3200, genauso viel wie im vorigen Jahr. Also ein stolzer Erfolg. So, ich darf auf die Bühne bitten. Von der SG Remscheid, die ersten Damen, die bitte ich nach oben zu kommen, die Schwangen in der Oberliga. Oh, da sind noch ein Kind drauf interviewt. Und nacheinander Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga in Bochumzeit und sind dafür nominiert worden, haben aber bereits in diesem Jahr aktuell im Februar 2013 den Erfolg errungen. Sie sind bereits in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Und somit auf jeden Fall den Start wieder hier dabei. Herzlich willkommen. Nach vorne, damit man euch auch gut sieht. Genau. Wir lernen das zwischen diese beiden weißen Linien. Wir halten uns selber nie da dran, vergessen wir immer, aber so, so sieht es
gut aus. Und dann darf ich nach vorne bitten. Die Herren 40 von Rot-Weiß Remscheid. Sie sind Tennis, ist das für diejenigen, die sich gar nicht auskennen können. Sie sind letztes Jahr in die höchste Spielklasse, ja, das Klasse aufgestiegen und wurden in der vergangenen Saison dort Vizemeister. Aktuell belegen sie Platz 2 in der Winterhallenrunde und haben die Chance auf den Titel. Ebenfalls aktuell, sie haben 3 Titel bei der Senioren, Deutschen Meisterschaft der Senioren im Einzel-, Doppel- und Mixdoppel errungen. Ende Februar. Also toll gestartet in dieses neue Jahr. Herzlich willkommen hier bei uns. So. Jetzt schreitet die Oberbürgermeisterin zur Ehrung. Das werde ich tun, aber erst schreibe ich mal eine lange Reihe von Supersportlerinnen und Sportlern ab. Liebe Remscheiderinnen und Remscheider, es ist mal wieder soweit. In Anerkennung der hervorragenden sportlichen Leistung zeichne ich die erste Damenmannschaft der SG Remscheid. Es ist die SG Remscheid, die erste Damenmannschaft. Gratulation, Mannschaft des Jahres 2012. Letztes Jahr knapp gescheitert, dieses Jahr im Februar schon aufgestiegen. Das heißt, wir können nächstes Jahr wieder mit einer Nominierung auf jeden Fall rechnen. Und natürlich für alle. Ich glaube, die Schwimmerinnen müssen morgen ganz früh wieder weg, weil sie morgen wieder einen Wettkampf haben. Und deshalb darf ich euch den Glückwunsch für euch erstmal so insgesamt geben. Nochmal ganz herzliche Gratulation. Wir drücken euch alle die Daumen und freuen uns, dass ihr die Mannschaft des Jahres 2012 seid. Herzliche Gratulation. Meine Damen und Herren, wie jetzt eben schon gesagt, diese netten Herren hier sind die zweiten Sieger. Aber dass es so hervorragende Sportler sind, bin ich sicher, ihr habt den Mädels gerne den Vortritt gelassen. Herzlichen Gratulation, ich freue mich auf die zweiten Jahre aus. Herzliche Gratulation, weiterhin viel Erfolg und so wie sie aussehen. Sport macht Ihnen verdammt viel Spaß. Machen Sie weiter so und ich freue mich auf die nächsten Jahre, wenn Sie hier bei uns auf der Bühne stehen, weil erfolgreich sind Sie mit Sicherheit. Herzliche Gratulation! Ein Co-Moderator ist verschwunden, Reinhard. Ja, der ist wieder hier. Ich wollte nämlich jetzt mal nachfragen, wie es sich gehört, bei unserer Mannschaft des Jahres, was liegt in diesem Jahr an? Sie sagen sehr viel, ich gebe Ihnen schon mal das Mikrofon hin. Also bevor ich jetzt erstmal anfange zu erzählen, was dieses Jahr ansteht, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei allen bedanken, die für uns gewotet haben. Natürlich allen Familien, die uns immer unterstützen, allen Freunden und so weiter, unseren Fans, die natürlich da auch immer tanken. Tatkräftig auf den Wettkämpfen unterstützen, ohne euch wäre das gar nicht möglich. So, jetzt mache ich weiter. Also dieses Jahr steht für uns allen noch die deutschen Meisterschaften an. Ich werde erstmal alleine bei den deutschen Offenen starten. Die anderen haben ihre Jahresmeisterschaften. Das ist ein bisschen später. Ich bin im nächsten Monat schon dran. Wann ist das für euch? Juni, ne? Im Juni. Ja, und jetzt erstmal, morgen ist der Wettkampf natürlich. Und da werden wir dann auch nochmal versuchen, alles zu geben, damit die Quali für die Deutschen dann auch letzten Endes schaffen. Ich habe übrigens einen auch vergessen bei der Danksagung, unseren Trainer natürlich. Das war's. Ich glaube, ein dickes Programm.
Morgen werden wir alle natürlich die Daumen drücken, damit es weitergeht mit den ganzen Qualifikationen. Hervorragende Leistung und wir bedanken uns, wie wir es ja kennen. Sport in Remscheid macht Spaß! Unsere Sportlerinnen und Sportler sind Klasse! Und die alle auf der Bühne stehen sind Spitze! Dankeschön und weiterhin viel Erfolg für euch! Schlag auf Schlag und nun kommen wir zu der Sportlerin des Jahres. Ich darf folgende vier Kandidatinnen auf die Bühne bitten. Zunächst einmal als erstes Sportkegeln, nämlich vom RSV Damo, die Tanja Bock, die leider sich hat entschuldigen müssen. Sie wurde Weltmeisterin im Einzel- und im Teamdoppel bei der 10. Jugendweltmeisterschaft in Petange in Luxemburg im August vorigen Jahres. Wir applaudieren für das Töten. Weiter geht's mit Tennis, nämlich beim Hastener Turnverein. Und zwar darf ich auf die Bühne bitten, Ingeborg Helzer. Sie wurde deutsche Meisterin in ihrer Altersklasse AK70 im August vorigen Jahres, belegte Platz 3 bei den deutschen Hallenmeisterschaften und ist deutsche Mannschaftsmeisterin. Als nächstes bitte ich auf die Bühne Lena Henning, Rollkunstläuferin beim Remscheider Turnverein. Sie holte Platz 3 bei den deutschen Meisterschaften und damit die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften, sicherte sich Platz 4 bei den deutschen Meisterschaften und sicherte sich beim Internationalen Cup in Dänemark Platz 4 in der Kurzkür und Platz 5 in der längeren Kürversion. Herzlich willkommen! Und last but not least, Birgit Müllenweber, Skibob vom Remscheider Skibob-Club. Ja, so ist die Vorhandzeit. Wir mal hohe Lagen, ich weiß nicht, wie sie sind. Holte bei der Weltmeisterschaft Silber im Slalom und Bronze im Riesenslalom und Super-G. Herzlich willkommen. Jetzt übernimmt unsere Oberbürgermeisterin. Wie man sieht, meine Damen und Herren, Sport hält fit und gesund. Haben wir gerade gesehen, die junge Frau in der Mitte hat mir gerade gestanden, sie wird 72. Ein riesen Applaus. Und ich glaube, dass die Motivation für alle jungen Sportlerinnen und Sportler sind, wenn man aktiv dabei bleibt. Kann man das bis zum hohen Alter und wenn sie 90-Jährigen feiern, dann freue ich mich, dass wir hier auf der Bühne weiter feiern können. Jetzt kommen wir aber zur Sportlerin des Jahres 2012. In Anerkennung der hervorragenden sportlichen Leistung zeichne ich Lena Henning mit der deutschen Sportlerin. Lena Henning, Sportlerin des Jahres 2012, unsere Rollkunstläuferin aus Remscheid, vierte Platz bei der Deutschen Meisterschaft, eine grandiose Leistung. Gratulation auch von uns. Das ist leider ausgeliehen, aber natürlich, wie gerade schon gesagt, auch die zwei anderen hervorragenden Sportlerinnen darf ich gratulieren. Liebe Ingeborg, ich würde sagen, wenn ich 72 bin.
bin und ich wäre so sportlich. Mehr kann man dazu nicht sagen. Herzliche Gratulation zu der Leistung. Alt werden wir von ganz alleine, aber ob wir so fit bleiben, toll. Und natürlich auch der Birgit Mühlenweber gratulieren wir ganz herzlich, meine Damen und Herren. Wir wundern uns jedes Jahr, welche Sportarten in unserer Stadt alle gemacht werden. Und meine Damen und Herren, da die Frau Mühlenweber Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Remscheid ist, kriege ich schon mal mit, wie gut meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Aber Sie haben jetzt eben gesehen, was sie für Leistungen bringt. Und ich kann Ihnen versichern, das macht sie nicht nur am Schiebhof, das macht sie auch an ihrem Schreibtisch. Herzliche Gratulation! Hübscher Fotograf, der soll auch junge hübsche Frauen fotografieren. So, während Sie jetzt fotografieren, machen wir dieses Interview mit der Sportlerin des Jahres 2012. Sie haben in der Zeitung gesagt, wenn, da gab es eine Rubrik, da stand, wenn ich in Remscheid das Sagen hätte, würde ich als erstes, und jetzt Frau Henning ist der Meinung, sicherstellen, dass neue Sportanlagen in ausreichendem Umfang als Ersatz für das Röntgenstadion gebaut werden, falls das... falls das COC in Länge berichtet wird. Und ich würde für mehr Hallenzeiten während der Ferien sorgen. Zurzeit sind viele öffentliche Hallen... 3 Wochen in den Sommerferien geschlossen, das behindert für viele Sportler die Saisonvorbereitung. Ja. Zwei Anmerkungen dazu, DOC ist ja zugesagt. Wir haben es in der Zeitung gelesen, dass das alles funktioniert. Wir bauen darauf. Fand ich gut, dass Sie sich das auch mit so eingeschaltet haben. Was die Hallenöffnungszeiten angeht, alle diejenigen, die geklatscht haben, die würde ich dann auch fordern, dass Ihr Verein, wir haben schon zweimal eine Umfrage gemacht, ob wir denn die Hallenzeiten wirklich in den Ferien brauchen. Leider war die Resonanz bisher gleich null. Erheben Sie Ihre Stimme, melden Sie sich und dann kann der Wunsch erfüllt werden dazu. Soweit zu dieser Ihrer Bemerkung. Und was haben Sie sich für dieses Jahr vorgenommen? Die Deutsche Meisterschaft. Am Rhein in Süddeutschland und da möchte ich sehr gut abschließen. Gibt dort der Titel Sportlerin des Jahres so ein wenig Rückenwind? Ja, doch, auf jeden Fall. Ich gebe sehr viel Selbstvertrauen daran. Gut, und Ihre Fans nehmen am besten ein Plakat mit. Da steht das drauf: unsere Sportlerin des Jahres 2012 in Remscheid. Ja, die geht das zu den Bäumen hoch. Und wir verabschieden uns von unserem Sportler, mit dem was wir ja schon kennen. Sport in Remscheid macht Spaß. Unsere Sportlerinnen und Sportler sind Spaß. Und die drei sind Spitze. Komm, nehmen Sie es mit nach Hause. Dankeschön. Wir sitzen jetzt schon eine längere Zeit. Darf ich Sie noch mal einmal bitten, sich zu erheben? Ich habe was Nettes für Sie. Stellen Sie sich einfach so schön auf Ihre Füße. Ganz gerade. Sie kennen diese Flip-Übung wahrscheinlich, Wehenübung. Spitze, Hacke. Da müssen Sie aufpassen, ich habe selber immer Probleme damit. Also, Spitze, Hacke, Spitze, Hacke. Spitze, Hacke, scheint mir nicht überall so zu funktionieren, versuchen Sie es nochmal. Es ist wichtig, um die Wehen zu durchbluten und man sollte das nicht öfter machen. Spitze, Hacke, so, jetzt gebe ich gleich auf, Spitze, Hacke. Recht herzlichen Dank, jetzt können Sie wieder setzen, die Wehen sind um. Und wir freuen uns jetzt auf den Männerchor aus Kronenberg. Viel Vergnügen dabei. Das ist der
tolle Zeit, die wir heute anzubieten haben. Jetzt der Männerchor aus Kronberg. La 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 la
Drucker jedersmann, schon darauf das Dach und golden glüht der Tag, schon darauf das Dach und golden glüht der Tag, golden glüht der Tag. Es hier die Rosse, die weite Welt, bei Schwächen das Jagdhorn in deinem Feld. Schwerer ist ein Loser.
So wie ein Morgen mit stillem Sinn bringt meinen Schafen durchs Tal dahin, lugt ein Pfeilchen hervor und ab. Weißt du schon, Schäfer, der längst kam heute Nacht? Der längst kam heute Nacht. Und wie ein Weibchen in Träumen stand, klingen sein Singen und Klingen durchs Land, Amsel und Bächlein und Wanderer flach. Zum Anfang zur Begrüßung schon gesagt, dass viele Veranstaltungen ohne unsere Sponsorinnen und Sponsoren nicht stattfinden könnten. Und deshalb möchten wir uns nochmal ganz herzlich bedanken, und zwar bei der Frau Herrlich von der Bergischen Morgenpost. Sie werden Sie gleich noch sehen, sie steht da hinten, wenn Sie sie sehen wollen. Bei Frau Denke von der Stadtsparkasse Remscheid. Bei Professor Hoffmann von der Stadt Werke, BWR Remscheid. Und bei dem bekannten Dr. Schmelzberg von der Firma Dormann, der heute allerdings leider nicht unter uns sein kann, aber immer dabei ist. Liebe Sportlerinnen, liebe Gäste, liebe Sportler, den ersten Teil haben wir geschafft und Sie haben jetzt erstmal eine Pause verdient. Wir rufen jetzt auf Pause auf und treffen uns in 20 Minuten wieder hier. Genau. Ja, pünktlich. Das war's mit dem ersten Teil der Nacht des Sports. Hier ist jetzt Pause, wir gehen jetzt für Sie offline. Und Sie, vielleicht haben Sie gehört, in 20 Minuten sind wir wieder für Sie da mit dem zweiten Teil der Nacht des Sports. Bis gleich.